Ihr wollt Rechnungen schnell und effizient verwalten und schreiben? Dann verliert keine Zeit und erfahrt in diesem Video, mit welchem Tool euch das gelingt. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Freelancer Spotlights. Mein Name ist Benjamin Brückner. Ich bin seit mehreren Jahren selbstständig als Content-Spezialist tätig für Unternehmen in ganz Deutschland und über die Grenzen hinaus. Und in diesem Format gebe ich Tipps für Freelancer, die mit Karacho durchstarten wollen. Als Freelancer müsst ihr euch selbst darum kümmern, dass eure Kunden das Geld an euch überweisen. Und dazu gehört natürlich der entscheidende Schritt, dass ihr Rechnungen schreibt. Nun ist das Ganze aber gar nicht so einfach, denn in eine Rechnung gehören diverse Bestandteile und in einem Artikel, den ich geschrieben habe, da erfahrt ihr, was alles in eine Rechnung gehört, wie ihr die smart erstellt und auch gut eure Rechnungen verwaltet. Wir haben euch diesen Artikel in der Videobeschreibung verlinkt. In diesem Artikel, den ich euch verlinkt habe, da erwähne ich auch ein Tool, das heißt Goodlands. Ich nutze dieses Tool seit mehreren Monaten in der Premium-Version, gibt es für 9,99 € pro Monat. Und nein, ich bekomme für diese Empfehlung kein Geld. Ich finde das Tool einfach wirklich bärenstark, ja, und empfehle es deswegen an euch weiter. Bevor ich jetzt aber um den heißen Brei herumrede, was das Tool alles kann und was sich da unter der schicken Haube verbirgt, dann will ich einfach mal sagen, wir gehen direkt an den Computer und gucken uns das Ganze an. Wir befinden uns hier im Dashboard der Goodlands App, hier bei mir geöffnet als Web-App, ganz übersichtlich und komfortabel. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt noch nicht sehr viele Dinge eingetragen. Das liegt einfach daran, dass ich Goodlands primär für die Buchhaltung nutze. Für die nächsten Wochen habe ich mir aber fest vorgenommen, da dieses Potenzial, das das Tool mitbringt, weiter auszuschöpfen. Denn wir sehen, wir haben hier auch eine To-Do-Liste. Wir können unseren Kalender anlegen mit diversen Aufgaben. Dann haben wir hier eine Zeiterfassung und können eintragen im Backend, wie viele Stunden wollen wir arbeiten und welches Umsatzziel wollen wir erreichen. Hier sehe ich nochmal meine Aktivitäten im Überblick. Was habe ich die letzte Zeit über in Goodlands gemacht? Habe ich ein Angebot erstellt? Habe ich eine Rechnung geschrieben? Etc. pp. Und in der Premium-Variante gibt es auch gleich eine Steuereinschätzung. Dort sehe ich, wie hoch mein Umsatz ist, welche Ausgaben ich hatte, was für eine Höhe der Umsatz- und Gewerbe- sowie Einkommensteuer anfällt. Hier kann ich auch ganz bequem hin und her switchen zwischen Jahr oder Monat und dann habe ich eigentlich immer die perfekte Übersicht. Weiter geht es mit der Timeline meiner Aufträge. Die sehe ich hier dann auch nochmal übersichtlich zusammengefasst. Und hier habe ich in der 7-Monats-Übersicht meine letzten Umsätze. Gehen wir mal ein bisschen tiefer in die App. Wenn ich auf Aufträge klicke, dann kann ich hier Aufträge erstellen. Ich habe jetzt mal für den Freelancer Spotlight einen erstellt. Ich kann jetzt einen weiteren Auftrag hinzufügen. Und hier sieht man, wie Goodlands ineinander greift, denn ich kann bereits, wenn ich in dieser Rubrik hier Kunden angelegt habe, kann ich hier bereits dann meinen Wunschkunden eintragen und auch den Titel des Projektes eingeben sowie eine Farbe wählen, damit ich dort immer die Übersicht behalte. In welchem Status befindet sich der Auftrag gerade? Ist das ein Akquisestatus oder wurde mir dieser Auftrag erteilt? Gibt es einen Festpreis oder wird nach Stunden abgerechnet? Und ich kann den Startzeitpunkt sowie den Endzeitpunkt des Auftrags bei Bedarf festlegen. Alles wirklich eine Sache von Minuten und man hat dann die ganze Geschichte hier unter Aufträge eingespeichert, aufgelistet. Ja, und ich sehe dann auch, was für Aktivitäten mit diesem Auftrag zusammenhängen. Sprich, ich kann Ansprechpartner hinzufügen und kann diese auch direkt aus der App heraus kontaktieren. Und was auch sehr cool ist, ich kann diese Ansprechpartner auch direkt in die App mit einbinden. Die bekommen dann automatisch eine Mail und wissen, dass sie dann bei Goodlands für diesen Auftrag hinzugefügt wurden. Und hier kann ich dann wie in einem Briefing, das nennt sich auch so, direkt dann eintragen, worum es hier geht, weitere Zusatzinformationen, ich kann Dateien anhängen. Ja, das ist alles, wie ich finde, absolut praktisch. Ich sehe auch dann, wenn ich es voreingestellt habe, die Arbeitszeit, wer am Auftrag beteiligt ist und kann hier auch eine Planung umsetzen. Da ist dann auch die Abrechnung angegeben, der Stundensatz jeweils, habe ein Kanban-Board, also es ist alles dabei, was man sich von einer guten Buchhaltungssoftware und einem einer Kundenmanagement-Datenbank verspricht. Hier haben wir weitere Dokumente
Und man sieht die Funktionen, das zeige ich euch gleich mal, die wiederholen sich auch an diversen Stellen, aber das ist gar nicht wild, weil es immer darum geht bei Goodlands, in welchem Prozess befinde ich mich und was brauche ich dafür. Wenn ich also ohnehin Aufträge anlege, dann kann ich auch gleich den entsprechenden Kunden zuweisen und ich kann auch dann natürlich organisch heraus aus dem Prozess ein Dokument erstellen, wie beispielsweise ein neues Angebot oder einen Kostenvoranschlag, eine neue Rechnung und so weiter. Wenn ich jetzt zum Beispiel das neue Angebot anklicke, dann speist er automatisch meine Daten und die, die ich bereits eingetragen habe von meinem Kunden, in dieses Dokument ein. Und ich kann jetzt nach Belieben zum Beispiel eine Position hinzufügen. Das geht ja alles rucki zucki. Eine Einheit beispielsweise Content-Produktion als Beschreibung, Erstellung eines Videos. Dann lege ich den Preis fest. Ja. Jetzt mal exemplarisch sowas und dann die Position hinzugefügt. Das kann ich einfach weiter fortsetzen. Also das ist einfach, finde ich, ein sehr schöner, organischer wieder auch. Ja, das Wort fällt mir immer wieder bei Goodlands ein sehr organischer Weg, sehr schnell schicke Dokumente zu erstellen und ja, diese dann auch hinaus zu senden. Bei der Premium-Variante kann ich noch das Layout bearbeiten, Kopfzeile einstellen, ja oder nein. Ob ich die Adresszeile in der Kopfzeile anzeigen will, die Schriftart, die Schriftfarbe, alles kann ich hier frei einstellen. Nun ist der Bereich, den ich am liebsten nutze, der der Buchhaltung, da das hier alles auch eine sehr übersichtliche Geschichte ist. Ihr könnt Einnahmen und Ausgaben mit nur einem Klick anlegen. Ich habe jetzt natürlich hier meine Übersicht ein bisschen geblurrt. Das ist jetzt ja für die Anschaulichkeit nicht wichtig, aber damit kann ich euch trotzdem schon mal das Prinzip zeigen. Wenn ihr jetzt eine neue Einnahme anklickt, dann habt ihr hier auf dem linken Feld die Möglichkeit, einen Beleg hinzuzufügen. Das kann jetzt zum Beispiel ein Kassenbon sein oder eine Rechnung, aber auch ein, ja, was gibt es denn noch an, was weiß ich, ein Beleg über eine Bareinzahlung. Solche Sachen könnt ihr dann einfach dort hineinkopieren und Goodlands füllt dann weitestgehend automatisch aus, was dort alles nachzulesen ist, zum Beispiel das Belegdatum. Das könnt ihr dann auch manuell hier korrigieren oder selbst eintragen. Dann der Auftrag natürlich, hier hätten wir beispielsweise wieder unser Spotlight und dann die Beträge. Ja, da wichtig immer den Betrag in Brutto eintragen und den Mehrwertsteuersatz. Dann rechnet Goodlands das automatisch zusammen. Wenn ich jetzt die klassischen 19% nehme, dann weiß ich, habe ich netto das raus. Hier lege ich noch fest, wurde bereits bezahlt. Wenn das der Fall ist, dann gebe ich an, wann das Geld auf meinem Konto eingetroffen ist. So habe ich auch immer den Überblick. Und hier noch in der Kategorie wären es dann bei der Kleinunternehmerregelung steuerfreie Umsätze. Und bei, wenn ihr umsatzsteuerpflichtig seid, klickt ihr sonstige Einnahme, Erlöse an. Damit ist bereits dann die Rechnung angelegt und ihr seht sie dann jeweils in der Monatsübersicht. Und also entweder könnt ihr dann in den Monat sehen und ihr seht, auf der linken Seite sind die Einnahmen und auf der rechten eure Ausgaben. Genauso verhält es sich also auch mit der Ausgabe. Hier könnt ihr dann das ähnlich ablegen wie bei den Einnahmen, die ganzen Informationen eintragen. Und dann müsst ihr hier gucken, alles was rot markiert ist, gehört dann zu den Ausgaben. Sehr oft werden das sicherlich Werbekosten bei Freelancern anfallen. Solche Geschichten oder Versicherungen und dann könnt ihr das hier mit wenigen Klicks einfach eintragen. Kunden, da sind wir ja auch schon drauf eingegangen, da könnt ihr hier nochmal in der Übersicht sehen, wer sind eure Kunden, ihr legt sie fest und könnt dann auch Kontaktdaten eintragen. Ja, was ich euch noch zur Buchhaltung zeigen möchte, das finde ich auch sehr angenehm, ihr könnt einmal automatisch eure Einnahmeüberschussrechnung exportieren und ihr könnt auch die Umsatzsteuervoranmeldung direkt in Goodlands erledigen und die Mitteilung dann auch ans Finanzamt sehr bequem schicken. Ihr ladet dann nur noch die XML-Datei runter, ja, und dann habt ihr schon die Datei für beispielsweise Elster. Eine letzte Sache möchte ich euch noch zeigen, was die, das sind wir wieder bei der Buchhaltung betrifft, das finde ich auch sehr, sehr praktisch. Ja, ihr könnt einen Steuerberater, euren Steuerberater hinzufügen, das habe ich hier auch gemacht. Dazu klickt ihr einfach auf diese Schaltfläche, gebt den Namen eures Steuerberaters ein und dann die E-Mail-Adresse. Der Steuerberater wird dann informiert, dass er von euch hinzugefügt wurde und er kann dann direkt in eure Finanzen ja, sehr, also hineinschauen. Das spart natürlich wahnsinnig viel Papierkram und
Zeit. Ja, also das ist wirklich, finde ich, mit einer der schönsten Funktionen, die ich an der App sehr schätze. Und insofern, wenn ihr einen coolen Steuerberater habt, der da offen ist für dieses Thema Digitalisierung und Applikationen, dann ja, solltet ihr ihn auf jeden Fall dort mit hinzufügen. Das soweit erstmal von Goodlands und mir. Ich bin noch lange nicht am Ende damit, das Tool auszuprobieren. Wenn ihr Tipps habt und andere Erfahrungen mit der App gemacht habt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit Goodlands. Neben Goodlands gibt es natürlich auch noch eine Vielzahl anderer Tools, die euch das Freelancing, die Buchhaltung, die Rechnungsstellung, die Kundendatenbankanlegung erleichtern. Da möchte ich zwei große Bekannte nennen. Das ist einmal Lexware und dann haben wir noch Billomat. Die haben wir euch auch verlinkt in der Videobeschreibung. Die Frage ist natürlich immer, ob man diese großen Schwergewichter überhaupt braucht in seinem Alltag oder ob es nicht viel schlanker geht. Probiert doch einfach mal die verschiedenen kostenlosen Basisversionen aus, macht euch ein eigenes Bild und dann werdet ihr euer Wunschtool schon finden. Ganz wichtig, abgesehen von den Tools, ist natürlich auch noch eine Sache, egal was ihr jetzt als Software oder App sonst wie benutzt, dass ihr eure Rechnungen ordentlich erstellt, dass ihr ein sinnvolles Nummerierungssystem habt und dass ihr die auch gut abspeichert auf eurer Festplatte, dass da Ordnung herrscht, weil wenn da Chaos ist, dann kann ich auch das beste Tool nicht weiterhelfen. Ich hoffe, euch hat dieser Tooltip gefallen. Wenn ihr keinen Tooltip mehr verpassen möchtet, dann abonniert unsere Kanäle in Social Media und schreibt gerne mal in die Kommentare, welche Themen würdet ihr gerne im Spotlight sehen, was beschäftigt euch als Freelancer oder allgemein als Unternehmer und dann nehmen wir das gerne in die künftigen Folgen mit auf. Bis dahin sage ich ciao und auf Wiedersehen.